So vielfältig kann Kaffee sein. Wir werden heute den Kaffee einmal verkochen, nämlich die Bohne, die Blätter und diesen Fruchtkörper vom Kaffee. Und natürlich werden wir uns auch Tipps holen, wie man Kaffee perfekt zubereitet. Der wichtigste Begleiter für mich täglich ist der Kaffee und da schauen wir uns heute mal an im BioArt Campus in Seeham, nämlich gemeinsam mit einem Kaffeeröster, was man mit einem Kaffee alles so machen kann und wie kreativ die Gerichte aus Kaffee sein können. Servus Christoph, Kaffee ist unser Thema heute, Kaffeeröstung. Wir rösten mit einem klassischen Trommelröster, das heißt, da dahinter versteckt sich eine Trommel, die ständig in Bewegung. Betrieben wird die Maschine mit Gas und Strom und für den Stromverbrauch haben wir am Haus oben auf dem BioArt Campus eine Photovoltaikanlage für die Nachhaltigkeit des Hauses. Ja, uns ist natürlich die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Wir arbeiten da schon seit 20 Jahren in diesem Bereich. Mit diesem BioArt Campus haben wir uns einen Kindheitstraum wahr werden lassen. Wir haben auf diesem BioArt Campus Photovoltaikanlage auch errichtet mit ca. 80 kW Peak. Da, wo wir diesen meisten Strom oder sehr viel Strom, was hier im BioArt Campus gebraucht wird, auch selber nutzen können. Wir haben zudem auch eine E-Ladestation gemacht, wo bei uns ja auch die Besucher tanken können. Beim Rösten ist es eben wichtig, nicht nur die Röstfarbe, der Temperaturverlauf, der Zeitverlauf und auch wie sich die Bohne entwickelt. Das heißt, die Bohne platzt während dem Rösten auf, der Schlitz öffnet sich und an der glatten Seite sieht man am Anfang Falten, die sich mit der Zeit glätten. Und damit kann man dann nicht nur den Geschmack, sondern auch den optimalen Röstzeitpunkt bestimmen. Wie schauen denn die Bohnen eigentlich aus, wenn sie bei dir ankommen? So schaut die grüne, aufbereitete Kaffeebohne aus. Kannst da gerne mal reinschnuppern. Das riecht und schmeckt nämlich nicht so, wie wir Kaffee kennen. Und das riecht eigentlich sehr grün, also wenn man das so definieren genau, kann. Genau, du riechst auch nicht die Pflanze an sich. Da sieht man das recht schön. Ja, witzig. Da ist der Röstprozess ein bisschen dargestellt. So kommen die Bohnen in die Röstmaschine rein. Und da sieht man recht schön die Färbung. Erst einmal das Gerinnen der Eiweiße. Dann setzt eben das Karamellisieren ein. Und umso länger, umso heißer und umso dunkler man röstet, umso kräftiger wird der Kaffee, aber auch umso mehr Bitterstoffe entstehen. Ja, okay. Genau. Und genau zu dem Thema Kaffeebohne hat jetzt die Bettina noch eine Info für uns. Für die Gewinnung des Kaffees wird von der Steinfrucht, also vom Kern, das Pergamenthäutchen und das Fruchtfleisch entfernt. Wir haben dann den grünen Kaffee. So schaut er aus vor der Röstung. Und in diesem grünen Kaffee ist schon ganz viel Chlorogensäure enthalten, die ganz viel positive Wirkungen hat auf unsere Gesundheit. Generell hat Kaffee ganz viel Antioxidantien enthalten. Er hat Mineralstoffe, Lipide, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Er wirkt gut auf unseren Stoffwechsel, aber auch auf unsere Verdauung. Aber er hat auch ganz viel Koffein enthalten. Und das Koffein, das wirkt auf unser zentrales Nervensystem. In unserem Nervensystem haben die Zellen einen Wechsel zwischen Ruhe- und Aktivitätsphase. Und für die Ruhephase ist das Adenosin verantwortlich. Und das Koffein senkt die Wirkung des Adenosins. Und so wird die Aktivitätsphase länger und wir fühlen uns so einfach munterer und aktiver. Es ist besser, wenn man den Kaffee schwarz trinkt und nicht mit Milch, weil die Antioxidantien durch die Milch herabgesenkt werden. Das ist die Bohne, aber es gibt ja beim Kaffee, glaube ich, noch mehr als die Bohne. Ganz richtig, ganz richtig. Wir haben immer die Bohne im Fokus, das ist das, was geröstet wird, aber in Wirklichkeit bietet die Kaffeepflanze noch viel mehr. Bei der Ernte fällt zum Beispiel das Fruchtfleisch an. Also erst einmal ist die Kaffeebohne in Wirklichkeit gar keine Bohne, ist keine Hülsenfrucht, sondern eine Steinfrucht. Und bei der Steinfrucht ist halt außen herum das Fruchtfleisch und innen der Kern. Und das wird bei der Ernte getrennt und das Fruchtfleisch, was anfällt, wenn das gut getrocknet wird, sinnvoll aufbereitet, kann man hinterher so etwas wie einen Tee draus machen. Auch das schmeckt sehr, sehr gut, nennt sich Cascara.
Und das dritte Geschenk von der Kaffeepflanze, abgesehen von der Bohne und vom Fruchtfleisch, ist dann das Blatt. Das Kaffeeblatt kann man aufbereiten wie grünen Tee und das schmeckt dann auch sehr, sehr gut wie grüner Tee. Fruchtig, aromatisch, blumenartig. Könnte man jetzt unterm Strich eigentlich sagen, wären es nicht draufgekommen, dass man Kaffee röstet, was ein Tee geworden. Auf gut Deutsch. Die Kaffeeblätter kann man wunderbar für einen Teeaufguss verwenden. Da ist ganz viel Quinonin enthalten und auch Antioxidantien. Es wirkt wiederum entzündungshemmend, super auf unseren Zellschutz, aber auch für unsere Nervenzellen und senkt scheinbar sogar unseren Cholesterinspiegel. Und das nochmal bei wesentlich weniger Koffein als wie im Kaffee. In den Kaffeeblättern und in der Kaffeekirsche ist ebenso Koffein enthalten, aber nur in einer geringen Dosierung. Macht uns munter und regt uns ein bisschen an. Jetzt haben wir echt wirklich ganz viel Wissen und Hintergrundinformationen bekommen über den Kaffee. Und jetzt muss ich da ganz ehrlich sagen, meine Kaffeeuhr sagt jetzt Kaffee. Das heißt, jetzt trinken wir an. Danke für die Informationen von dir. Ich werde jetzt rüberwechseln in die Küche und werde da mit dem Günther jetzt noch ein bisschen kochen. Hast du für mich eventuell was ich mitbringen kann rüber? Natürlich, gerade zum Kochen eignet sich das Fruchtfleisch sehr, sehr gut. Das Fruchtfleisch von der Kaffeekirsche, Cascara, genau. Das würde ich dir mitgeben. Super, perfekt. Dann sehen wir uns nachher nochmal für unsere Nachspeise. Sehr gern, bis später. Günther, servus. Hallo Markus, grüß dich. Ich habe jetzt schon richtig viel Informationen über Kaffee gekriegt. Ja. Und ich habe gehört, verkochen können wir ja auch noch. Ja. Ich habe auch was mitgebracht für dich. Ob du damit was anfangen kannst, bin ich mir sicher. Was machen wir? Wir starten mit dem Kalbsfilet. Ich habe selten einen Berufskollegen bei mir in der eigenen Küche. Also darf ich dich heute mal einteilen, Markus. Sicher. Ich darf dich bitten, tu mal aus dem Tiefkühler bitte die Kaffeebladeln, die was ich am Tag davor eingefroren habe, außer da. Jawohl. Das heißt, du lässt die quasi durchs Frieren mürbe werden, oder? Genau. Wir machen das jetzt auf der Teppanyaki-Platt. Was tut man, wenn man keine hat? Also wenn man keine Teppanyaki daheim hat, dann nimmt man einfach eine normale Edelstahlpfanne, tut ein bisschen Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Maiskernöl auf. Und dann können wir eigentlich schon unser Fleisch nehmen, wenn die Pfanne heiß ist. Dann sonst einfach nur auflegen, nicht bewegen, gar nichts machen. Einfach nur, damit sich das Eiweiß verschließt, rechts, links anbraten, fertig. Bis es sich von selber löst. Ich sage immer, bewegt euer Fleisch nicht, denkt zu einer Spiegelei. Beim Spiegelei kannst du lösen in der Pfanne, wenn das Eiweiß gestockt ist, dann löst sich das Spiegelei und so ist es beim Fleisch auch. In der Küche verbrennt nur was, wenn weißer Rauch aufsteigt. Jetzt hast du es aber gleich schon ausgeschalten, gell? Ja, ich tue es immer, wenn ich das letzte Mal umdrehe, gleich ausschalten, weil mit der Restwärme, ich muss ja nicht bis zum Schluss warten. Das ist für die 2 Minuten, sind die 240 Grad locker noch da. Und da habe ich gleich einen Energiespartipp für euch. Wenn ihr solche Teppanyaki-Platten oder die Pfanne nutzt, dann versucht die Restwärme zu nutzen, weil das spart euch dann wirklich einen großen Teil an Energie und an Stromkosten. Und für mehr Energiespartipps einfach einmal die Alexa fragen. Und dann gib mir bitte einen ganz fein gemahlenen Kaffee, Markus. Und tu mal ein bisschen was drüber. Das ist einmal ein ganz neuer Ort, wie man Kaffee verwenden kann. Gell? Und so nehmen wir das da mit, schön mit einrollen. Ja? Und dann hast du quasi auch das Fett und das Ganze, was sich ein bisschen löst, genau. Ummantelt den Kaffee und macht das quasi wie so macht das zu so einer richtig schönen Schicht. Genau, es soll, deswegen darf man es auch zuerst anbraten, damit ein bisschen ein Fett drauf ist, ein bisschen eine Feuchtigkeit da ist. Ja. Weil wenn man es nur trocken zuerst einreiben, dann kann passieren, damit uns der Kaffee auf der Hitze verbrennt. Extreme und dann habe ich die extremen Bitterstoffe. Man hat jetzt schon einen leichten Kaffeegeschmack und mit dem Kaffeebladel tun wir das im Endeffekt wie Angara machen halt. Röstaromen haben wir, jetzt haben wir einen Kaffeegeschmack drauf und mit dem Kaffeebladel tun wir das ein bisschen intensivieren. Jetzt sind wir quasi am Blech. Das heißt, ab ins Rohr, oder? Auf die Klappen halt. Das heißt, ich habe gleich mal einen Energiespartipp für euch. Wenn ihr mit dem Backrohr gart, nutzt unbedingt die Schnellaufheiztaste. Das spart euch in erster Linie schon mal richtig viel Energie. Jetzt erst einmal das Kalbsfilet bei 200 Grad Umluft, 6 bis 8 Minuten ins Backrohr. Nehmt einen Teller, das Fleisch tust man da ein bisschen auf, Markus. Einfach mit einer Alufolie zudecken, Ofenklappen offen lassen. Da herstellen und die Restwärme von den 200 Grad, die nutzen wir jetzt in einer Viertelstunde.
Das ist zum Rosten, damit das Fleisch entspannen kann. Und in der Zwischenzeit machen wir die Sauce und die Polenta. Sehr cool. Und für mehr Energiespartipps einfach einmal die Alexa fragen. Du warst ja heute in der Früh beim Christoph drüben, hast schon deinen Kaffee genommen. Genau. Und hast natürlich die Cascara, die Kaffeekirsche, mir mitgebracht. Die Kaffeefrucht ist eine sogenannte Steinfrucht und sie wird auch Cascara genannt, was so viel heißt wie Schale oder Haut. Eigentlich ist sie eher als ein Abfallprodukt behandelt worden, aber in den letzten Jahren gewinnt sie immer mehr an Bedeutung und das nicht zu Unrecht. Sie hat ganz viele Antioxidantien enthalten, wirkt entzündungshemmend und regt super unsere Fettverbrennung an. Wenn sie noch nicht ganz reif ist, ist sie grün und wenn sie so richtig in die Reife kommt, wird sie so zinnoberrot. Der Geschmack der Kaffeekirsche erinnert an eine Goji-Beere oder an Preiselbeeren. Man kann die Cascara zum Beispiel für Müslis oder als Topping verwenden oder auch für einen Teeaufguss. Man isst sie jetzt nicht direkt so frisch vom Baum. Da haben wir uns ein bisschen was rein, einen schönen Weißwein, natürlich einen Bio-Wein, einmal zum Einweichen, 10 Minuten. Einmal aufkochen lassen, dann nachher noch ein bisschen Obst dazu, Salz und Pfeffer dazu, mixen das durch, dann es ab sein und finishen, dann es noch in den Topf. Wir kümmern uns um unsere Polenta. Wir nehmen jetzt einen Hühnerfond, bitte, einen Obers und eine Milch, alles zu gleichen Teilen, eine in den Topf. Und jetzt tun wir schöne Polenta einrieseln, ganz eine feine. Wunderbar. Und alle, die Polenta so gern mögen wie ich, ganz wichtig für euch, Kanal abonnieren und Beitrag liken. Und alle, die keinen mögen, auch liken. Jetzt geht's ans Wichtige, nämlich an die richtigen Messer, und zwar die zum Verkosten. Jetzt Kaffee in der Form mit Fleisch kombiniert. Dreimal. Ja, dreimal kombiniert, also wirklich eine sehr interessante Geschichte. Günther, wirklich super. Vielen Dank. Und ich wechsle jetzt rüber nochmal zum Christoph und schaue, was der noch hat für mich. Danke. Danke dir, Markus. Vierte. So, Christoph, jetzt sind wir wieder bei dir herüben. Nach dem genialen Hauptgang trinke ich normalerweise immer einen Espresso, aber heute hätte ich mir gedacht, war mir was anderes cool. Heute machen wir mal was anderes, einen spritzigen, sommerlichen Kaffee-Cocktail. Okay. Dazu brauchen wir kaltgebrühten Kaffee, Gin und Tonic Water. Ganz einfach. Und wie der kalte Kaffee funktioniert, das zeige ich dir anhand dessen. Wir brauchen kaltes Wasser, wir brauchen Kaffeepulver, das kommt in diesen Filter hier rein. Darauf kommt jetzt ein Papierfilter, der verteilt uns das Wasser, dass das gleichmäßig verteilt wird. Dann kommt das da in diesen Ständer rein und dann drehen wir schon das Wasser auf. Und in dem Moment startet die Extraktion. Einfacher kann man das auch machen, und zwar mit dieser Cold Brew Flasche. Da hängt der Filter drinnen, gibt man grob gemahlenes Kaffeepulver rein. Dann hängt man das wie ein Teebeutel in die Flasche rein und kann das über Nacht im Kühlschrank ziehen. Boah, ist genial. Konnte man absolut mehr davon trinken, ja. Wichtig ist nicht zu viel Alkohol dazu. Es geht bei dem Cocktail wirklich um einen Kaffeegeschmack, um die Verbindung der Bitterstoffe vom Gin, vom Tonic Water, des Quinin. Mit dem Kaffee eben verbunden, ergibt eine Komplexität, die man so eben noch nicht kennt. Zum Wohl. Zum Wohl. Also ihr seht, es muss nicht immer Alltagskaffee sein, sondern auch mal ein bisschen spezieller. Und das Thema ist sehr vielseitig. Ich kann nur sagen, probiert es einmal aus. Und wenn ihr noch andere Gerichte sehen wollt, dann da klicken.